Danke, Herr Präsident, Herr Minister, Hohes Haus, werte Kollegen. Ja, ich möchte mich zum Beschäftigungsbonus ganz kurz auch äußern. Grundsätzlich ist klar gewesen, auch im Ausschuss nach langer Diskussion, eine Maßnahme, die einerseits für Unternehmer die Lohnnebenkosten senkt und andererseits Arbeitslosigkeit senkt. Da kann man auch als Freiheitlicher schwer dagegen sein, obwohl schon einige Argumente, die heute bereits gefallen sind, die ganze Geschichte auch sehr kritisch gesehen werden kann. Auf eines möchte ich doch hinweisen, was uns natürlich freut. Es ist erstmalig so etwas wie eine sektorale Zuzugsbeschränkung am Arbeitsmarkt auch hier unterschwellig eingesetzt worden. Da hat sich ja vor allem die SPÖ, aber auch die ÖVP sehr lange dagegen gewehrt. Bin auch schon gespannt, was die Europäische Union dazu sagen wird. Denn das sollte man kurz erwähnen. Alle, die neu nach Österreich kommen und vielleicht von Unternehmen eingestellt werden, haben keinen Anspruch auf diesen Beschäftigungsbonus. Das empfinden wir als richtig und das hätten wir gerne in den letzten Jahren auch gesehen, weil wir doch knapp 1,3 Millionen neue Bewohner in Österreich haben, die den Arbeitsmarkt sehr stark belastet haben die letzten Jahre. Die Zielsetzung sollte man auch ganz kurz noch einmal erwähnen. Es sollten über 30.000 Unternehmen davon profitieren. Und wir oder Sie erwarten, dass 160.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Also diese Zielsetzung finde ich sehr ambitioniert. Ich bin auch schon gespannt, dann in 2, 3 Jahren, wenn eine Bilanz gezogen wird, ob diese Zielsetzung eben erfüllt wurde. Ich vermute auch, ähnlich wie es heute schon gefallen ist, dass hier natürlich sehr stark Mitnahmeeffekte zu tragen kommen werden. Kosten haben wir erwähnt, 2,3 Milliarden. Wir hätten das Programm ein bisschen früher gerne gehabt. Die Konjunktur ist Gott sei Dank in Bewegung. Es schaut so aus, dass die Wirtschaft sich ein wenig erholt. Ich hoffe, diese Maßnahme wird das auch noch einmal unterstützen. Das ist im Sinne von uns allen. Ein Thema, was man vielleicht schon noch sagen sollte, was mir auffällt die letzten Monate oder fast schon Jahre, es wird kaum noch nachgefragt, wer das alles bezahlen soll und wie das finanziert werden soll. Ich habe noch kein Budget erlebt, wo wir nicht Milliarden Minus gebaut haben. Die Staatsverschuldung wächst und wächst. Und wir haben heute eben dieses Programm mit knapp 2,3 Milliarden. Dann haben wir die 20.000er-Aktion heute am Vormittag gehabt mit einer knappen Dreiviertelmilliarde, Pflegeregress abgeschafft und. Das heißt, es ist bei den Ausgaben eigentlich im Grunde genommen in den letzten Monaten jetzt sehr, sehr viel hinausgeflossen an Geld. Und das eigentliche Thema, das wir als Freiheitliche immer wieder einfordern, ist, dass man eigentlich auf ausgabenseitig hier Maßnahmen setzen sollte. Und da sehe ich aber von der Regierung nichts kommen. Das heißt, es wird nach wie vor im Förderungsbereich nichts gespart. Die Bürokratieabbau in Österreich findet nicht statt. Das heißt, im Grunde genommen Maßnahmen, die sicher sinnvoll sind für Wirtschaft und den Arbeitsmarkt, aber das Finanzierungsthema wird uns früher oder später und vermutlich früher alle einholen. Und ich bin schon gespannt, wie da die Regierung darauf reagiert. Danke. Es werde kaum nachgefragt, wer das alles zahlen soll, sagt Peter Wurm von der FPÖ.